12 Uhr Mittagsmeeting. Vor uns haben wir den DAX. Da haben wir im Tagesverlauf bzw. im Stundenverlauf sehen wir, wo wir dann heute Morgen bzw. auch gestern Abend schon angekommen sind. Das heißt, 38% Level der ganzen Abwärtsbewegung, die wir hier erreicht haben. Das heißt, hoch 570, tief 501, 11.570 und 10.581 hier im Tief. Da lag das 38% Level hier bei der 963. Die Signifikanz hatte sich gestern schon angedeutet. Das heißt, wenn wir uns hier den Stundenchart anschauen, sehen wir auch gestern schon, dass der Kurs dort ein bisschen verkauft wurde, beziehungsweise dort jemand spekulativ die Shorts reingenommen haben. Overnight, ich mach das so, das war gestern an diesem Preislevel per Overnight nochmal, dass dieses Level gehalten wurde. Und dann haben wir heute Morgen in der Vorkasse 8 bis 9 Uhr uns darüber hinweg bewegt. Das heißt, dass wir auf diesem Level aufgelegen haben. Solange das so war, muss man auch davon ausgehen, dass immer noch der Preis höher weiter nach oben getrieben werden kann oder konnte, weil wir letztendlich den Ausbruch hier über das 38% Level haben. Was ein bisschen da, ich sag mal nicht Sorge bereitet, so ein bisschen komisch im Markt lag, sah, wenn man sich hier unten anschaut, das Delta, wie das hier gestiegen ist. Das heißt, wir haben hier ungefähr 500 Kontrakte im Delta, das heißt Kaufüberschuss, die hier reingebuttert wurden in der kleinen Range von 8.51 Uhr Kasse Auktion bis 9.24 Uhr, 9.30 Uhr, erste halbe Stunde in der Kasse selber. Na, bis dahin haben wir uns weiter nach oben bewegt im Delta, aber letztendlich die Kurse haben hier oben bei der 980 einen Deckel drauf bekommen. Das heißt, da wurde per Limit immer wieder reingeschossen. Am Anfang haben wir hier eine kurze kleine Iceberg-Order gesehen auf der Ask-Seite. Das heißt, die wurde immer wieder mit 30 Kontrakten vollgemacht. Ist letztendlich dreimal angehandelt worden und dann war es weg. Und danach sind das wieder kleinere Stücke gewesen, die immer wieder aufgefüllt wurden. Die Annahme war eben, dass wenn das Delta, sprich die Market-Käufe, irgendwann aufhören, die Leute sehen, okay, da passiert nichts, sitzt jemand, der sagt, schickt mir, und wir uns nicht darüber hinwegbewegen, dann werden die Marketkäufer aufhören und dann ist das der Moment, wo dann der passive Verkäufer sich zeigen muss und sagen muss, okay, jetzt treiben wir den Preis, ich bin oben satt, Business ist gemacht, ich treibe jetzt den Kurs nach unten. Und dann spätestens bei diesem Level hier, das heißt, das Bruchlevel dieser Phase wird rausgenommen und dann sehen wir hier die Reshorts am Ausbruch, da sehen wir auch die Kurzfristhändler, die dann auch diese Seite spielen, sprich dort die Reshorts spielen, um in diesen Verkauf hineinzukommen. Das hat uns dann weit nach unten getragen, nicht so weit, wie ich jetzt erst erhofft habe, aber letztendlich sind das schon von diesem Hoch- bzw. diesem passiven Einstieg. Da oben, das ist spekulativ, passiver Einstieg, 960, sind wir um 50 Punkte gefallen, Richtung 890, 882. Gehen wir mal einen Stundenchart rüber, schauen wir uns das mal an, wo wir da gelandet sind. Hier nochmal 38% Level. Von der ganzen Abwärtsbewegung, Value Area High, Distributions High sozusagen von der letzten Woche, Distribution der letzten Woche, Target, dadurch, dass wir hier oben das bestätigt haben, hier gestern haben wir die untere Value von letzter Woche bestätigt, hier die obere Value-Kante von letzter Woche, haben hier sozusagen dann das erste Target, das den POC dieser Woche, das heißt, der lag hier bei der 894 und der wurde auch abgearbeitet. Wenn man jetzt die 80%-Regel mit reinschmeißt, das heißt, wenn wir in der Value sind, und die bestätigen, dann arbeiten wir die ab. Das heißt, das haben wir hier zum einen gemacht, das ist hier erfüllt, aber trotzdem besteht auch noch die Möglichkeit, dass wir jetzt hier sagen, okay, wir sind in der Value, das arbeiten wir die wieder ab, Richtung 840 auf der Unterseite. Vom Kontext her haben wir verschiedene Märkte noch mit reingenommen. Da haben wir ja gesehen im Bund zum Beispiel, dass wir den auch mit zur Referenz nehmen können, wenn größere Marken angelaufen werden, dass die uns stützen sollten. Das heißt, wenn wir sagen, die laufen konkurrent gegeneinander, also divergent gegeneinander. Das hat was mit Marktkontext zu tun, das heißt, wo passiert was, zu welcher Zeit und wer ist der Akteur. Da sollte man zumindest darauf achten, damit man merkt, okay, heute, am heutigen Tag ist eine Entscheidungszone angelaufen worden, heute kommen größere Akteure in den Markt, die wieder den Markt in eine andere Richtung treiben können. Und wenn man das sieht, dann hat man zumindest die Möglichkeit, dann auch da das Ganze zu filtern und sagen, heute ist nicht klein-klein angesagt, sondern man versucht, größere Stückchen aus dem Markt herauszuschneiden. Gut, wie sieht das weiter aus? Heute ist ja die Sitzung, das heißt, ich denke mal, jetzt werden wir uns irgendwo hier einpendeln in den Bereich zwischen der 800 und 922 und der 960 hier in diesem Bereich, dass wir uns da einpendeln, bis eine Entscheidung gefällt ist und ein bisschen was durchsagt. Deswegen erstmal
Hier eine Pause. Gut, vielen Dank.